Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play GTA 5. In der letzten Folge weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was wir so genau gemacht haben. Ich glaube, wir haben die Vorbereitung für das große Ding gemacht. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal zu Franklin. Denn er soll sich ja mit Lester treffen. Hey, baby, I'm just trying to tell you I care about you. You care about yourself. I need someone real in my life. We wasted years on this bullshit and you still the same. I want a family. I need some security in my life. Goodbye, Franklin. Okay, anscheinend ist das so seine On-Off-Beziehung, wenn ich das richtig verstehe. Ist seine komische Tante da? WTF, was war das? Um Bier zu trinken? Nee, gerade nicht. Hier wohnt dann die Olle. Na gut. Hat sich eigentlich jetzt noch irgendein Auto gespeichert? Nö. Wer hätte das gedacht? Wir fahren trotzdem mit dem Auto. Ich hoffe auch, die Aufnahme passt so. Ich hatte das Mikrofon heute mal abgebaut. Und jetzt ist es wieder dran. Und ich habe es irgendwie vor 2 Minuten erst wieder aufgebaut. Und jetzt kann ich mir irgendwie gut vorstellen, dass irgendwas wieder nicht richtig funktioniert. Wieso bin ich nur immer so fucking spontan, was sowas angeht? Ich weiß es auch nicht. So. Ich hätte heute eigentlich nicht mal geplant aufzunehmen, das ist das Lustige. Aber jetzt habe ich doch Zeit und dementsprechend dachte ich mir, okay, erstmal wieder GTA aufnehmen. Ich will ja auch noch in den nächsten Tagen, eigentlich war das schon für heute oder morgen oder so geplant, dass noch ein anderes Projekt kommen soll, aber da habe ich mich bisher ehrlich gesagt noch nicht so viel mit beschäftigt. Muss ich noch machen. Heute werde ich es wohl nicht mehr aufnehmen, vielleicht dann morgen oder so, ich weiß es nicht. Es ist schon wieder alles viel zu spät geworden, also viel zu, ihr wisst, was ich meine. Naja, okay. So. Wir sollen uns da ja mit Lester treffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist auch schon hier vorne. Na gut. Dann schauen wir uns das mal an. Was der gute Lester zu sagen hat. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of
course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Alles klar. Mein Auto ist weg. Nein, es steht noch da vorne. Ich habe nur woanders geparkt. Okay. Dann passt es. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Hier stehen schon wieder so abgedrehte Karren rum. Ich weiß nicht, ob wir lieber Haftbomben nehmen sollten oder lieber ein Scharfschützengewehr. Ich glaube, beides ist nice. Aber erstmal die Haftbomben platziert zu bekommen, ich glaube, das wird nicht so einfach. Aus dem Weg, ich hatte Vorfahrt. Wohnt der Typ nicht schon hier? Moment, was haben wir denn so da? Wir haben ein Scharfschützengewehr. Mit Schalldämpfer, okay. Ja gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, glaube ich, oder? Ich soll sogar hier reinfahren. Okay. Die Frage ist, wer ist die Zielperson? Und wann kommt sie da raus? Meiner Meinung nach auch eine durchaus berechtigte Frage. Die sind da noch so am Tratschen. Das wird, glaube ich, auch ganz lustig, wie das einfach so keiner kommen sieht. Okay. Ist das wohl der Typ? Okay, das war der Typ wohl nicht. Ich würde eigentlich sagen, wir gehen eher weiter nach oben, oder? Aber ich wusste halt jetzt nicht, wer jetzt wer war. Ach so, Checkout, das heißt, die Person ist dann raus, okay. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir dann doch hier bleiben. Der Spot ist nicht so schlecht. Sollte jetzt eventuell nur nicht direkt jeden ausschalten, der hier rumläuft. Boah, jetzt muss ich hier noch eine Minute warten. Das ist echt anstrengend. Vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, nach oben zu fahren. Aber in 50 Sekunden... Ach, das wird eigentlich sogar noch klappen. Wenn wir uns beeilen... So... Okay, wir gehen mal noch weiter nach oben. Shit, welche Seite war das jetzt? Ich
Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das hier war. Okay. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. We got a shooter! Take cover! I need backup now! All nearby units report immediately! Ich hoffe, das war überhaupt die richtige Person. Und ich hoffe, es gibt vom Dach einen Ausweg, Ausgang, whatever. Ich muss einmal kurz das Mikrofon ein bisschen zur Seite packen. Komm schon, irgendeinen Ausgang muss es geben, sage ich ja. Okay, wir machen Abflug. So war das jetzt nicht geplant. Ich muss mir jetzt erstmal ein neues Auto suchen, mit dem ich flüchten kann. Finden die mich hier drin wohl? So, die dürften eigentlich gar nicht mehr wissen, dass ich überhaupt hier in der Nähe bin. Sage ich ja. Ach komm, wie haben die mich denn hier gesehen? Wie? Och man. Anstrengend. So, wir hauen ab. Über die Straße rennen ist gefährlich, mein Freund. So, als ob die mich da gesehen hätten. Wo denn durch? Durch die Plan oder was? Macht natürlich wieder Sinn. Shit. Hier sollte es theoretisch jetzt gehen. Okay, das hat auch funktioniert. Der Hotelmord. Interessant. So, wir wechseln mal wieder die Karre. Ja, genau. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so... Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Okay, Franklin hat also eine neue Bude. Das finde ich cool. Da fahren wir erstmal hin und gucken uns das Ganze genauer an, wenn der dann die Route setzt. So, der Radiosender ist immer noch höchst verstörend. Den wechseln wir mal. Okay. Ja, das könnten wir theoretisch tun. Hey, Mike. Hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta take the loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston.
Big time investor or something. Oh, all right, shit. Well, I'll see you at the lot. So, dann ist die nächste Mission auch schon mal fertig. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach noch die Bude an. Und dann beenden wir die Folge auch schon mal. WTF, was hatte die für eine Störung? Den Nachbarn haben wir auch schon mal umgenietet, das passt. Okay. Das machen wir mal. Das sieht doch ziemlich nice aus. Hier geht's noch nach unten. Wir schauen uns erstmal eine Ebene nach der anderen an. Da soll uns mal die Olle was von Sicherheiten erzählen. Wenn plötzlich Franklin so eine Bude hat. Wo komme ich hier raus? Komme ich irgendwo raus? Hallo? Ja, hier komme ich raus. Ich meine, das nennt sich Ausblick, ne? Von hier aus kann man die Leute vom Pool wegsnipen. Funktioniert. Ja, hier würde ich auch wohnen wollen. Yoga kann man hier auch wieder machen. Naja, gut, Franklin kann es jetzt nicht, aber... Die Ausrüstung dafür ist ja schon mal da. Wir gehen doch nach unten. Man weiß nie, wo man hier reinkommt und wo nicht. Irgendwo wird es doch bestimmt gehen, als ob es hier nirgendwo offen ist. Ja, wir müssen halt echt hier rumlaufen, um wieder reinzukommen. Es ist unglaublich. Ist auf jeden Fall eine nice Bude. Hätte ich auch gern. So. Der Raum hier ist zu. Das hier ist dann also Schlafzimmer und Badewanne. Und ein Pool haben wir hier auch. Kleiderschrank ist auch noch mit dabei. Und die anderen beiden Räume sind wahrscheinlich auch zu, genau. Da waren die Entwickler ein bisschen zu faul, hier noch ein bisschen mehr auszubauen. Aber hier kommt man auch irgendwo raus, hier. Ja. Wir haben einen Pool. Wir haben einen Whirlpool. Und Chop ist auch mit da. Chop, what you been eating? I gotta get a regimen for your ass. Okay, das ist schon ein bisschen eklig. Daraufhin erstmal in den Pool. Ja, das ist schon eine nice Bude. Dagegen würde, dazu würde ich auch nicht nein sagen. Gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Und dann würde ich auch eigentlich sagen, wir setzen hier dann langsam mal einen Cut. Hier durch die Tür kommen wir nicht. Lol. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal mit der neuen Mission anfangen. Glaube ich. Ja, ich glaube, das können wir jetzt machen. Bis dahin. We'll be right back.